Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will gemeinsam mit dem US-Verteidigungsministerium Mars-Raketen mit Nuklearantrieb entwickeln. Das berichtet die deutsche Presseagentur. Sie könnte dann möglicherweise für zukünftige bemannte Missionen zum Mars genutzt werden und würde die Flugzeit deutlich verkürzen, hieß es. Bei dieser Technologie, die auch zuvor schon getestet wurde, werden mit einem speziellen Nuklearreaktor extrem hohe Temperaturen erzeugt, die dann in einen Treibstoff geleitet werden. Schon bis etwa 2027 solle eine solche Rakete gemeinsam mit einer Entwicklungsabteilung des Ministeriums konzipiert und getestet werden, teilte die NASA mit. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.